Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder meinen monatlichen DM-Haul mit den passenden Reviews schon dazu. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und als erstes habe ich noch so ein paar dekorative Artikel von DM, die ich noch nachträglich gekauft habe. Ich weiß, ich bin ein Freak, was das angeht. Ich liebe Deko einfach extrem und gerade auch diese winterliche Deko hat es mir besonders angetan. Ich habe ja erst vor kurzem ein Video abgedreht mit allen möglichen neuen Dekoartikeln, die ich mir zugelegt habe. Und da könnt ihr, falls ihr es verpasst habt, gerne noch reinschauen. Ansonsten habe ich noch ein paar kleine Zusatzsachen gekauft. Zum einen sind es hier so zwei kleine Anhänger oder Aufhängerchen. Einmal in so einer Sternform, die gab es in so einem Kombi-Set. Und einmal so eine Schneeflocke. Und ich hatte jetzt noch kein so richtiges Schneeflockendesign. Und das hat mir einfach noch gefehlt. Und die glitzert auch so wunderschön. Und dieses Set gab es einmal in golden, aber das war mir dann zu heftig. Ich wollte es lieber in so kühlen, weiß, silbernen Tönen. Und das hat mir besonders gut gefallen. Und das Set habe ich mir nochmal gekauft. Das bekommt nämlich jemand noch geschenkt. Deswegen, ja, habe ich es einmal für mich besorgt und einmal an die Person, an die ich das noch verschenken werde. Dann habe ich mir noch zwei Dekobänder besorgt. Einmal so ein weiß-goldenes mit einem schönen Muster und einmal so ein, ja, grau-taubfarbenes mit winzig kleinen verschiedenen Schneeflocken drauf. Fand ich auch super süß. Muss ich euch in der Nahaufnahme zeigen. Ist extrem schön und ich werde da auch noch irgendwelche Gläser gestalten oder irgendwo, wo ich das drumherum machen kann. Denn für Päckchen ist es mir meistens doch zu schade. Außer ich mache vielleicht ein so eine Schleife drumherum oder irgendwie so. Aber so als Geschenkband benutze ich das oft gar nicht, sondern irgendwie schlinge das um irgendwelche Gefäße drumherum oder so. Und dafür finde ich es auch super gut geeignet. Dann habe ich noch wunderschöne Glassichtbeutel gefunden. Da gibt es ja ganz verschiedene. Die klassischen sind mit Sternchen und so drauf. Da habe ich auch noch welche. Und ich habe vor, einfach so ein paar Plätzchen oder ähnliches noch zu machen. Muss ich mal schauen. Und ich brauchte halt so Beutelchen dafür und habe diese tolle Variation entdeckt. Und zwar für Naschkatzen. Wie süß ist das bitte? Gerade wenn man so eine Crazy Cat Lady ist, wo ich in der Familie auch jemanden habe und ja, auch so generell finde ich das total süß. Ist jetzt nicht extrem winterlich oder weihnachtlich, aber das kann man einfach immer gebrauchen. Und das ist so süß. Ich liebe so Katzenmotive und das war wirklich extrem niedlich. Und dann habe ich noch ein paar weitere so weihnachtliche Süßigkeiten gebraucht, auch zum Verschenken. Einmal so kleine Stollensterne, fand ich auch total süß. Und Winterschokolade mit Spekulatius. Also ich weiß nicht, wie die beiden Sachen schmecken, aber da ja ganz viele immer von diesen Weihnachtssüßigkeiten von DM schwärmen, hoffe ich mal, dass sie gut sein werden. Falls ihr irgendeine Lieblingssüßigkeit habt bei DM, schreibt mir das super gerne mal rein. Das würde mich total interessieren. Ich nehme ja auch super gerne Sachen irgendwie mit aus dieser ganzen Abteilung. Und deswegen schreibt mir mal gerne rein, was ist euer absoluter Mega-Favorit, falls ihr einen habt. Und da wir ja gerade schon bei Food-Artikeln sind, ich habe mir ein Babybreigläschen zugelegt. Ich liebe die Babybreigläschen ja total, also nur die fruchtigen Sachen. Und habe eins in der Winter-Weihnachtsvariante entdeckt mit Bratapfel in Vanillesoße. Und hatte große Hoffnung, dass das ein richtig tolles, ja, Produkt ist, also dass so als Süßigkeitenersatz vielleicht auch funktioniert. Und ich muss sagen, es war ein sehr schwacher Geschmack. Und kenne auch andere Babybreigläschen, die wirklich stärker auch im Geschmack sind. Und es war kein richtiges Bratapfelaroma, sondern mehr so, ja, Apfelmus mit einem winzigen Hauch Vanille. Aber es hat sich nicht so wirklich gelohnt. Also ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Dann habe ich auch gerade in dieser Kinder-Baby-Abteilung diese Tees hier entdeckt. Die nennen sich Nachtischtee. Einmal in der Richtung Cake Pops. Und so schokoladig sieht das aus. Also gerade auch vom Design war es mega ansprechend. Und einmal den Popcorn-Tee. Und da hatte ich auch ganz große Erwartungen drin und dachte mir, wow, wenn das jetzt super gut schmeckt, hey, wie cool ist das denn? Aber ich muss auch da wieder sagen, ein super leichter Geschmack. Sie sind jetzt nicht schlecht und ja, sie sind süßlich, aber ich würde sagen, die Teekanne-Tees mit den verschiedenen süßen Varianten, die es da ja gibt, mit Caramel Apple Pie und Blueberry Muffin und all sowas sind doch nochmal deutlich besser als die und fand ich super schade. Gerade so Popcorn oder so wäre mega gewesen und bei Schokolade habe ich gedacht, naja, mal sehen, vielleicht wird es ganz gut, aber meistens ist ja künstliche Schokolade immer so eher schlechter. Aber ich habe den ganzen Mal ja eine Chance gegeben, aber leider würde ich euch das nicht so wirklich empfehlen.
Dann habe ich noch ein Produkt aus der ganz normalen Food-Abteilung und zwar von Davert. Einmal diese Soja-Bolognese und da war ich auch ziemlich gespannt drauf. Die haben auch verschiedene andere Sachen noch mit Sojaprotein, also da werde ich bestimmt noch ein paar andere ausprobieren. Muss sagen, die fand ich richtig gut. Also die würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Da macht man einfach, hier steht es auch drauf, noch ein bisschen Tomate hinzu und vielleicht noch ein Olivenöl und dann war es das schon. Und dann kann man super Nudeln oder was auch immer man dazu machen möchte, da hinzugeben. Und das schmeckt richtig lecker. Also gerade für so Vegetarier oder wenn man irgendwie besonders viel noch Eiweiß in seiner Ernährung haben möchte, kann ich euch das sehr empfehlen. Und dann kommen wir zu meinem letzten Food-Artikel, falls man das so nennen kann. Denn es sind die isländischen Moosbonbons. Und ich muss sagen, das wären bestimmt die letzten Bonbons gewesen, die ich da mir ausgesucht hätte, hätte ich sie nicht zuvor gekannt. Denn irgendwie isländisches Moos, das klingt nicht lecker. Das klingt nur extrem kräutrig, gesund und nicht so irgendwie, dass man das gerne zu sich nimmt. Aber ich habe durch eine Kollegin, die mal ausprobiert, die darauf schwört. Und ich habe es einfach mal probiert und muss sagen, die sind so unglaublich lecker und die funktionieren wirklich ganz gut. Also gerade so der Rachenraum und der Hals, das ist dann nicht so betäubt, nicht so unangenehm und trotzdem hat es eine Wirkung. Also falls ihr die nicht kennt und irgendwie öfter mal mit Halskratzen und Schmerzen und so zu tun habt, benutzt die mal oder probiert die einfach mal aus. Die sind echt lecker und funktionieren ganz gut. Dann habe ich mir auch noch ein neues Duschgel zugelegt und zwar von Balea die Cremedusche Golden Shine mit Vanilleblüten und Zitronenduft. Und davon habe ich mir kürzlich erst eine Handseife gekauft und war total begeistert von dem Duft. Also wirklich war genau meins. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nimmst du dir die passende Cremedusche dazu, die wird ja eigentlich genauso riechen. Und habe da drin im Laden aber nicht gerochen, weil ich ja gedacht habe, ich weiß, wie die riecht. Hab die dann daheim ausprobiert und muss sagen, der Duft entwickelt sich ganz, ganz anders auf der Haut und auch schon an der Flasche und so. Also wenn man da dran riecht, das riecht anders und nicht so gut. Also es ist okay, aber die hätte ich jetzt nicht mitgenommen, hätte ich nur oder zuerst an diesem Duschgel gerochen. Also falls ihr da irgendeinen Lieblings-Winter-Duschgel gerade derzeit habt, schreibt mir das bitte auch gerne rein, weil irgendwie brauche ich noch eins und bin eher von dem so ein bisschen enttäuscht. Dann musste auch wieder eine Lieblingsmascara von mir mit und zwar von Catrice die Glam & Doll in Waterproof. Denn ich tusche mir ja meine Wimpern. Momentan ist es diese lilane von L'Oreal, diese X-Fiber False Lash Mascara. Und die ist top, aber es muss immer eine wasserfeste drüber und diese X-Fiber Mascara gibt es, glaube ich, nicht in wasserfest. Beziehungsweise ich mache das ja eh gerne mit der normalen drüber gehen und dann als Topping nochmal mit so einer wasserfesten. Das fixiert das Ganze und ja, mag ich einfach so viel lieber. Und die drunter ist, die als erste Schicht drauf kommt, die macht die Härchen nicht so brüchig und nicht so hart. Und das ist eine ganz gute Kombo, das kann ich euch nur empfehlen. Aber es musste eben wieder mal so eine wasserfeste mit und die von Catrice ist einfach immer super. Und dann habe ich mir noch von Garnier aus dieser neuen Skin Active Reihe die beruhigende Reinigungsmilch mit Rosenwasser zugelegt. Das ist so eine Art Creme, also die mache ich mir vor allem morgens auf das Gesicht drauf und wasche das nicht erst mit Reinigungsgel, weil das ist so der Ersatz dafür und creme mich da mehr oder weniger ein und habe das ganze Gesicht voller dieser Creme und nehme dann ein normales trockenes Wattepad und streiche das so über mein Gesicht und nehme damit wieder diese überschüssige Creme ab. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist so eben ein Waschgelersatz, weil Waschgel auch oft die Haut austrocknet. Auch öligere Mischhaut braucht nicht immer so intensive Reinigung. Das ja, führt eher zu Irritationen und die Haut fettet dadurch auch oft schnell wieder nach. Und das ist eben so mit beruhigendem Rosenwasser und die Haut braucht danach keine Creme mehr. Vielleicht ganz trockene Haut oder so, aber meine braucht das jetzt speziell dann nicht mehr. Und ich muss sagen, ich komme damit ganz gut klar. Irgendwann fettet meine Haut natürlich mal wieder nach, aber so mitunter ist es gerade mein Lieblingsprodukt, was wirklich mehrere Stunden ganz gut matt hält und meine Haut trotzdem so mit Feuchtigkeit versorgt ist. Und dann habe ich mir noch zwei Produkte für die Haut gekauft. Einmal meine Lieblings-Anti-Pickel-Patches. Also die sind wirklich Gold wert, wenn ihr so einen richtig bösen Pickel habt, der sich mehrere Tage zusammenzieht und echt länger bleibt und so. Dafür sind die so gut geeignet. Und meine waren eben leer und ich habe wirklich wieder so ein paar
böse Pickel, mit denen ich zu kämpfen habe. Und da sind die wirklich extrem gut. Also habe ich mir, keine Ahnung, zum wievielten Mal wieder nachgekauft. Und dann habe ich daneben auch noch diese Anti-Pickel-Maske von Balea gefunden. Auch aus dieser Soft and Clear-Reihe mit Heilerde, Salicylsäure und Zink. Sind drei Wirkstoffe, die ich wirklich gut finde. Und dann dachte ich mir, okay, gibst du dieser Anti-Pickel-Maske auch mal eine Chance und probierst die mal aus. Und ich habe mir zwei davon gekauft und die eine habe ich schon in Verwendung und muss sagen, die ist wirklich gut. Vor allem, das sind ja so zwei Tütchen und mir reicht ein so eine Tüte für drei Anwendungen. Und ich habe das wirklich nicht sehr sparsam aufgetragen, sondern so ganz normal. Und ich finde sie sehr angenehm auf der Haut und ich finde auch, sie bringt wirklich was. Also ist auch so ein Tipp von mir an euch, die ist wirklich extrem gut. Wenn ihr mit Pickeln zu kämpfen habt, holt euch die mal. Ja, das war's nun mit meinem DM-Haul und meinen Erfahrungen dazu. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!